Herzlich willkommen zur allerersten Folge von Musculus, der Videoenzyklopädie für neuromuskuläre Erkrankungen. Mein Name ist Werner Brix und meine Aufgabe ist es, zu jeder Folge von Musculus, was so viel heißt wie zu jedem Begriff der Enzyklopädie, in das Thema einzuführen und jeweils einen Experten oder eine Expertin oder auch Betroffene oder deren Angehörige dazu zu befragen. Der heutige Begriff lautet schlicht einmal Einführung und ist erst einmal dazu gedacht, zu erklären, worum es bei Musculus überhaupt geht und wer hinter dieser Idee steckt. Und das werde natürlich nicht ich Ihnen erklären, sondern jemand, der es ganz besonders genau weiß, nämlich Professor Dr. Günther Bernert. Er ist Vorstand der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde an der Klinik in Favoriten in Wien, samt dazugehörigen Muskelzentrum und kein geringerer als der Präsident der österreichischen Muskelforschung und der Ideengeber von Musculus. Lieber Professor Bernert, was ist Musculus? Musculus ist eine Videoenzyklopädie, wo man alles über neuromuskuläre Erkrankungen finden kann, was einen interessiert und was man unbedingt wissen möchte. Wer steht denn hinter Musculus? Hinter Musculus steht die österreichische Muskelforschung. Die österreichische Muskelforschung ist ein gemeinnütziger Verein, der sich um das Bekanntmachen und Erforschung von Muskelerkrankungen kümmern und den es schon seit 30 Jahren gibt. Was ist eigentlich die Idee von Musculus, das Ziel? Die Idee von Musculus ist, dass sowohl die, die selbst davon betroffen sind, so eine Erkrankung zu haben, als auch deren Angehörige, als auch Expertinnen auf medizinischem, therapeutischem und psychosozialen Gebiet zu Wort kommen können und ihr Wissen über neuromuskuläre Erkrankungen teilen. Wie umfangreich wird denn diese Videoenzyklopädie sein? Gibt es da ein Ablaufdatum? Musculus ist eine wachsende Videoenzyklopädie. Musculus darf sich entwickeln und wird sich entwickeln. Wir müssen einen Spagat machen. Es soll informativ sein, aber es soll nicht zu lang dauern. Wir haben versucht, eine Form zu finden, die jeden interessieren kann. Und werden das nur Beiträge aus Österreich sein? Es werden primär Beiträge aus dem deutschsprachigen Raum, also Österreich, Deutschland und Schweiz sein, aber wir haben vor, dann auch internationale Beiträge mit entsprechenden Untertiteln einzubeziehen. Wie finde ich denn jetzt innerhalb von Musculus Themen, die mich interessieren? Es wird eine Suchfunktion mit Schlagworten geben. Und die wichtigste Frage zum Schluss: Wo ist Musculus zu finden? Musculus findet man sowohl auf einem eigenen YouTube-Kanal als auch über die Homepage der österreichischen Muskelforschung. Und die lautet? www.muskelforschung.at. Vielen Dank fürs Erste und alles Gute. Ich denke, wir werden uns wiedersehen. Dr. Bernert ist natürlich auch einer jener Expertinnen und Experten, die uns zukünftig die Themen rund um neuromuskuläre Erkrankungen näher bringen werden. Das war's auch schon wieder für heute. Wenn Sie Musculus interessiert, wenn Sie dranbleiben möchten oder Sie uns einfach unterstützen möchten, dann schenken Sie uns doch ein Gefällt mir oder Sie abonnieren gleich den ganzen Kanal. Wir sind natürlich auch dankbar für Kommentare, Kritiken, Anregungen im Kommentarbereich unter diesem Video. Dann bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und freue mich auf ein Wiedersehen. Und denken Sie dran, Wissen hilft.